alle Segel! Sie verträgt das! Hallo übrigens. Erwarten Befehle, Sir! Wo? Voll getroffen, Sir! Wir werden angegriffen übrigens. Hallo zurück in einer neuen Folge von Assassin's Creed Rogue. Wie ihr seht, sind wir gerade etwas in Bedrängnis geraten. Hallo! Hallo! Boah, der Typ, ne? Die Dicken sind so kacke. Oh! Ich muss mal kurz weg. Geh mal kurz aufs andere Schiff. Kleinen Moment, geht gleich weiter. So, wir sind ein bisschen in Bedrängnis geraten. Wir haben hier ein bisschen Platz. Wir können uns mal ganz kurz erholen. Ich sagte, wir können uns mal ganz kurz erholen. Kleinen Moment. Die Kopfgeldjäger haben uns hier angegriffen. Und, hallo, erholst du dich jetzt mal? Ich muss mich... So blöd. So, dann halt hinten rum. Oh, meine Crew. So, der mutigste Captain der Welt. Ach, er schon wieder. So, den Captain haben wir auch. Die sind auch flink und klein und ätzend. So, geschafft. Kommt da hinten ein legendäres Schiff an? Ich hoffe nicht. Ich bin noch nicht bereit dazu. Ich bin nie bereit dazu. Puh. So, wir reparieren mal. Einen kleinen Kratzer im Lack. Ich ja so nicht. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier wegkommen. Aber ich glaube, da war noch eins, ne? Alles klar für den Aufprall! Auf Posten! Feuer! Feuer! Ich halte die Enterhaken, Großsegel! Los geht's! Nee, Segel raus! Wir kommen hier nochmal raus. Das Ende naht. Machen wir einen ganz positiven an Bord. Na. So, das waren die Kopfgeldjäger Nummer 2. Dann aber weg hier. Sonst machen wir die nächsten 8 Folgen nur noch Schiffsschlacht. Mit dieser Beute können... Was wolltest du sagen? So, der Knoten löst sich. Bevor der sich löst, gucken wir mal, wo wir hinfahren. Ach, jetzt ist der Weißwal. Kriegen wir jetzt hier unseren... Oh, jetzt kriegen wir den zweiten... Das war ein Schwertwal, ne? Den brauchten wir, oder? Ja, wir kriegen den zweiten Schwertwal. Den machen wir noch schnell. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ein Vor... Ich weiß nicht, wie viele Mörsergeschosse wir noch haben. Aber ich glaube, die kann man auffüllen, ne? Wir machen erstmal den Wal. Wo ist er denn? Da. Da können wir unsere Gesundheit nämlich mal erhöhen. Mehr Segel! Gib mir mehr Segel! Singt ein Lied, Männer! Da bläst er! Der Weißwal! Ja, gerade erst platt gemacht.
Und die Weißwahl-Mama. Ich hoffe, wir brauchen keine zwei. Dann ärgere ich mich irgendwann tot. Da ist er! Oh, da. Seil ist sicher, Captain! Es geht Kopf. Los! Festhalten, Männer! Ach, Mist! Festhalten! Wo zieht er denn hin? Jetzt zieht er uns natürlich genau da rein. Das Biest ist verletzt. Mist. Festhalten. Das Seil ist gerissen. Ja, war klar. Geduld, Geduld. Geduld. Wo ist er? Wo ist er? Oh, da. Achtung! Er zieht! Ja! Juhu! So, wir können uns unser Leibchen machen. Es ist unfassbar, woraus der sich ein so ein Leibchen macht. Ein guter Fang, Captain. Ja. So, dann halt mal an. Ich treib mal hier so rum. So. Erstmal unser Geld holen und kann man hier Munition auffüllen? Moment, ich guck mal eben. Schiff aufrüsten. Wir verkaufen mal den Tabak wieder. So. Kann man das hier machen? 270 Metall. Wie ich sagte, wir haben viel Metall, vergesst es. Rahmensporn-Verbesserung. Ja, wir brauchen so viel Metall. Mörser, Kugeln. Kann man hier... Ach ne, Munition kann man hier gar nicht kaufen, ne? Ach, das ist ja doof. Das ist ja doof. Dann würde ich sagen, wir nehmen die Stärke der Rundkugeln. Dann feuern wir zweimal hintereinander. 320 Metall. Es ist so ätzend, ey. Und die Breitseitenkanonen. Da brauchen wir einen Bauplan für, ne? Ja, leider brauchen wir da. Und wir brauchen sehr viel Holz dafür. Jetzt auch noch Holz. Alles klar, dann nehme ich die Kanonen. Und, was war das hier? Die Stärke der Rundkugel, ne? So, Metall schon wieder weg. Schön. Der Bauplan, den brauchen wir auch noch. Okay, Munition können wir jetzt hier nicht auffüllen. Hauptsache Shopping an sich geht. Voll die epische Szene. So, das sieht doch schon mal gut aus. Der Captain hat das gesteuert. Mhm. So.
Ja, wir könnten das vorher mal versuchen. Wenn es schief geht, haben wir Pech gehabt. Und dann können wir uns ja die zwei hier mal angucken. Würde ich sagen. Oh Gott, das ist so viel. Mann, Mann, Mann. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch genug Mörser haben. Großsegel setzen! Großsegel schieren! Halbe Segel! Kann man das sehen eigentlich? 9, alles klar. Erstmal gehen. Die Schiffe machen hier aber auch die wildesten Sachen, ey. Lustig. Oh, ist das für ein Geldschiff? Oh, das kann ich ja jetzt sicher. Oh, die greifen uns eh an. Jackpot! Es tut mir leid, aber die haben uns eh angegriffen. Oh nein, ich hab die versenkt. Was ein Scheiß. Wo kommst du denn her? Oh Mist, ich hab Mist gebaut. Nein, hallo? Wie doof. Oh, wie doof. Und da ist auch schon das Vor. Was ist denn hier los? Dreh! Von hinten kommt irgendwas. Wieder so ein kleines Teil, weißt du? So. Ja, ich weiß schon. Der greift uns auch an, ne? Es tut mir so leid, dass ich das eine Schiff aus Versehen platt gemacht habe. So, was ist denn hier los? Ich sehe nichts. Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Oh Gott, da kommt schon wieder so ein Riesending. Na. Thank you.
Hallo, du stehst doch genau vor meiner Nase. So. Puh. Meine Güte. Eskalation. Wir haben ganz schön was abgekriegt. Es ärgert mich mit diesem Konvoi. Mann. So, der nächste bitte. Das bist dann du, ne? Und von hinten kommt auch noch einer. Das ist der Dicke. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Na, da stehen ja die drei von der Tankstelle genau richtig. Schön. Naja, wenigstens kriegen wir wieder ein bisschen Metall zusammen. Was soll's? So, darf ich jetzt zum Vor oder ist jetzt hier noch irgendjemand, der, Der Wind frischt auf! Oh nein, jetzt kommen die blöden Kopfgeldjäger wieder. Jetzt hör doch mal auf da, du Kahn! Das gibt's doch nicht! Kleines Kaliber, ja! Die Feuergeschwindigkeit ist weg. Ja, ernst? Wir wurden jetzt auf die Mine. Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Na komm, das Entern war aber jetzt nicht hier, das kleine Schiffchen. Ein guter Treffer kann reichen. Meine Güte. Oh! Kann ich hier anlegen? Hallo? Ach, deswegen nicht, ne? Feindliches Kriegsschiff hinter uns! Kutter, Captain! Französisch! Scheinen allein zu sein, Sir! Ja. Sturmböen kommen auf, Captain! Ich bin überfordert! Hilfe! Hilfe! Ich will doch nur in das Vor! Geht aber die Luzi ab. Oh, was ist denn für ein Zitterköpfchen? Ach, siehste, ich wollte uns doch Gesundheit-Dingens machen. Auch ganz vergessen. Hauptsache, ich habe unser Schiff aufgemotzt. Wo sind die denn alle? So. Auch das. So, darf ich jetzt zum Vor? Bitte? Na los, jetzt! Feind nähert sich uns, Sir!
Ach, kommt schon. Das sind Ludwig-Schiffe. Die sind nicht allein, Sir. Feuer! Guck, das war unser letzter. Unser letzter Mörser war das, glaube ich. Und den haben wir auch noch in. Nee, wir haben den nicht in den Sand gesetzt. Kanonenboot. So. Ja, ich will doch nur zum Vor, Mensch. Wir müssen aufpassen. Meine Güte. Okay. So. So, jetzt aber, bitte. Ich will da nur rüber. Glauben. Ja, komm, wir reparieren nochmal. So. In sternenklarer Nacht. So, jetzt aber nichts wie ihn. Treff die Top- und Rahmsegel. Was für ein Wind, Captain. Da kommt schon der nächste angescheißert. Ich will doch nur hier anlegen. Vielleicht schaffen wir es ja. Segelbergen. Meine Herren. Wir haben es geschafft. So, ins Vor einschleichen. Ja. Bei Einschleichen ist immer so ein Ding, dass die... Ja, Einschleichen ist eine gute Idee. Hm. Komm ich hier hoch? Hier an den Baum? Nein. Okay. Dann geht's bestimmt hier irgendwo. Hm? Ja. Pulvervorräte zerstören den Hauptmann. Huch. Das vor. Eindringlinge müssen sterben. Ja, ja. Komm, lass stecken. Wie willst du denn? Ich geh mal lieber. Wo ist eigentlich der Rest von meiner Crew? Wieso geht der alleine in so ein Vor? Weg, 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 weg! Oh, weg! Warte, gefälligst, bis du dran bist, Junge. So, wir müssen noch einmal Pulvervorräte zerstören und einen Heckenschützen töten, okay? Das wären ja dann die. Mach mal schneller. Und wen soll ich da töten? Wo ist er denn? Aua. Ja, jetzt kommt die Kopf... Hä? Wo ist denn der Heckenschütze, den ich töten soll? Hallo? Hallo? Hier müsste der sein. Was mache ich denn jetzt? Der Heckenschütze ist weg.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Guck mal, ob der unten irgendwo rumliegt. Hallo. Was mache ich denn jetzt mit dem nicht vorhandenen Heckenschützen? Das ist jetzt aber so ein bisschen blöd, dass der nicht da ist. Schön. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann mal weggehen. Vielleicht kommt er ja dann wieder. Ich habe jetzt auch keine Lust, das irgendwann vielleicht neu machen zu müssen oder so. Ich nehme mal hier die Truhe mit. Das ist aber jetzt echt ein bisschen ungünstig. Da lebt auch keiner mehr, ne? Den ich sonst noch so beglücken könnte mit meinem Schwert. Out. Ist noch irgendwo einer? Ah, da. Guck mal, er hat es noch nicht mitgekriegt. Ja. Der ist immer noch nicht da, Leute. Das ist mir noch nie passiert. Ich gehe nochmal aufs Schiff zurück. Ernsthaft. Bester Kapitän der Welt. Und dann nehme ich mal das Steuerrad. Dann lege ich mal kurz ab. Öffnen und trimmen! Hauptsegel los! Raus aus dem Wind! Anker ahoi! Ach so. Captain, Moment. Moment, wir docken nochmal an. Alle Segel kürzen. Wenn er jetzt wieder nicht wiederkommt, dann müssen wir das auslassen. Wahrscheinlich wird es dann zurückgesetzt, vermute ich mal. Und wenn nicht, dann ist das halt, dann ist das halt so. Das ist aber doof, weil man hier hätte Munition fürs Schiff kaufen können. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. So, hier fängt es wieder spontan an zu brennen, aber der Heckenschütze ist weg. Das ist ein Fehler, Leute. Da kann ich nichts tun. Da steht da, der Unsichtbare. Niemand da. Schey, jetzt lass doch mal los, ist ja albern. Ja, so habe ich das auch nicht gemeint. Ja, Leute, der Heckenschütze ist nicht da. Ich kann ihn nicht herzaubern. Das ist ein bisschen doof. Habe ich auch so noch nie erlebt. Aber einmal ist immer das erste Mal. Yeah. Gut, schade. Ja, wir kommen vielleicht irgendwann nochmal wieder. Ach, Shay, was machst du denn hier? Jetzt geh doch mal hier rauf. Da ist ein Kriegsgefangenenschiff. Moment. Haben wir noch Mörser? Zwei. Ist das das Kriegsgefangenenschiff? Was ist das denn für eine komische Wolke? Sieht aber gar nicht so gut aus. Der Wind gefällt mir nicht, Sir. Nee, das gefällt mir da aber auch nicht. Hält die Segel in den Wind. Setz Top, Bram und Marssegel. Treibgut wartet auf Aufnahme, Sir. Oh, der ist aber dick. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Wenn wir jetzt sterben, dann haben wir Pech gehabt. Vorsicht, Sir. Sonst töten wir die Gefangenen. Kanone bereit! Feuer! Feuer! Naja, für die nächste Mission müsste es auf jeden Fall rein. Oh, Entschuldigung. Oh, scheiße. Wir haben voll die Gefahr. Es ist nicht zu glauben. Warum? Wir müssen einstecken.
feuern, Sir! Von den 100 leben nur noch 39. Ich glaube, ich lösche die Folge, ey. Nein. Es muss auch mal so gehen. Es kann nicht immer alles glatt gehen. Voll ins Wasser. Auch schön. So, die 39 Häftlinge, die befreien wir selbstverständlich. Die sterben jetzt auch noch, wenn wir hier entern wollen. So. Lief ja nicht so gut. Ich habe den aus Versehen getroffen. Hallo, ihr drei. Na, immerhin. Immerhin. So. Wir sollten die Morrigan mit dieser Beute aufrüsten, Shane. Ja, wir sollten vielleicht noch einmal zu dem Fort zurück. Vielleicht können wir ja jetzt dahin. Vielleicht ist unser Heckenschütze ja jetzt da. Nicht hier richtig? Orientierung wie ein Toaster. Halbes Segel! Verschwind ein! Ist das vor zurückgesetzt worden? Oh, das ist jetzt aber nicht euer... Euer Ernst, oder? Ich glaube, es ist wirklich zurückgesetzt worden. Und wir haben jetzt nicht genug Mörser dafür. Das ist jetzt aber wirklich doof. Hier waren wir schon mal, ne? Können wir hier was kaufen? Feindliche Siedlung, Geldgewinn hoch. Leider aber kein Shop. Na gut, das bringt ja nichts. Können wir irgendwo hin, wo wir schon mal waren, wo irgendwas zum Einkaufen gibt? Ich meine, in der Arktis muss ja irgendwas sein. Vielleicht hier. Okay, waren wir noch gar... Oh, ein Bauplan. Können wir hier eine Schnellreise hinmachen? Sehr schön, dann machen wir das. Wir müssen jetzt sowieso... Schnellreise nicht verfügbar? Warum nicht? Werden wir angegriffen? Oh ja, wir müssen weg. Nee, nicht das Vor jetzt. Moment, wir müssen mal eben hier raus. Oh. Sekunde. So, wo war das jetzt? Hier oben, ne? Puh.
Den Anker los! Ja, genau. Bevor ich das jetzt bis zur nächsten Folge wieder vergesse, während die da anlegen, gehen wir mal hier auf Anfertigung und irgendeine Gesundheitssteigerung. War das? Das geht gerade nicht wahrscheinlich, weil wir auf dem Schiff sind oder so. Ah, läuft ja. So, jetzt aber. Mein Gott. So. Heißt, wir brauchen noch 2 Polarhasen, 2 Luchse. Das merke ich mir sowieso nicht. 2 Schwarzwölfe und 2 Narwale. Mhm, alles klar. So. In der nächsten Folge schauen wir uns hier mal um, gucken mal, dass wir den Bauplan kriegen und hoffen, dass es ein guter ist. Und ich hoffe, dieses Chaos heute hat euch Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.